Einen wunderschönen guten Morgen. Miley und ich wünschen euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Vlog. Heute ist Dienstag und wir sind schon gar zu lange wach. Seit 6:30 ungefähr. Meine Kitties sind jetzt weg. Mein Mann bringt sie zum Flughafen. Wir haben gefrühstückt. Ich habe den Tisch aufgeräumt. Wir haben soweit alles fertig gemacht und dann haben wir gefrühstückt, wenn als die weg waren, weil ich hatte vorhin keinen Hunger. Dann haben wir drei jetzt eben noch gefrühstückt und wie gesagt, mein Mann bringt die jetzt weg und kommt dann wieder her, mich abzuholen. Wir haben die Impfung, ich glaube, das geht, wenn ich das sage jetzt, ich glaube, das geht immer ganz gut durch, heute Abend um 19.45 Uhr hat mein Mann jedenfalls gesagt, ich hoffe, dass das auch so stimmt. Und dann hoffe ich, dass wir das alles gut überstehen. Mein Mann und ich, wir haben es beide. Ja, mal lieber gerade draußen. Und jetzt muss ich da sauber machen. Ich weiß es nicht. Dann werde ich in der Zwischenzeit, mein Mann kommt dann gleich wieder. Eigentlich wollte er noch ins Büro meines Sohnes fahren. Aber ich habe gesagt, komm bitte gleich. Das ist mir zu unsicher alles. Wenn er da jetzt mit den Kiddies die ganze Zeit redet und arbeitet eventuell dann auch, dann wird das nachher zu knapp. Da habe ich keine Lust zu kommen. Sofort nach Hause. Habe ich gesagt, ich hoffe, er hält sich dran. Diesbezüglich werde ich dann alles jetzt einsammeln, würde mich aber trotzdem gerne noch mal ein bisschen schminken. Meine ganze Schminke habe ich schon eingepackt, deswegen nehme ich mal die von meiner Schwiegertochter. Aber ich könnte auch diese hier nehmen. Sie hat hier ja noch eine im Kasten drin, ne? Einmal Catrice hat sie hier noch drin. Wo ist das denn? Da nehme ich einmal die. Ist die das? Sie hatte ja eine, die war so wässrig. Oh nee, das ist jetzt die, die so wässrig ist. Ich glaube, da ist Wasser drin. Kann man nicht vorstellen. Oder sie ist gekippt. Kann auch sein. Moment. Oh, nehme ich mal die. Ja, die ist nicht so wässrig. Genau, dann schminken wir uns eben. Meine Tochter füttert gerade das Kind unten. Ich hatte euch ja erzählt, dass die Magensonde gezogen wurde. Ich habe auch vor, da mal wieder so auch mal ein Video drüber zu machen, über die Erfahrungen, die wir dann damit haben, die wir da gemacht haben. Ich glaube, das könnte die eine oder andere Mutter bestimmt interessieren. Werde ich euch mitteilen. Die Nacht war gut und der Kleine hat auch allein selbstständig getrunken. Deswegen sind wir da guten Mutes, dass es auch weiterhin so klappt. Genau, jetzt nehme ich mal. Das nicht wahr, ne? Oh Gott, ihr seid jetzt live von meinem Stativ gefallen. Oh, das fand mein Handy bestimmt nicht gut. Genau auf die Bildschirmseite. Lass mich mal eben gucken, ob da alles in Ordnung ist. Oh. Ja, alles in Ordnung. Mein Gott. Ich habe ja immer gewusst, ne? Irgendwann passiert das. Ich habe es gewusst. Heute ist es. Habt ihr euch immer gesagt, irgendwann fällt das Ding runter. Naja, egal. Creme habe ich jetzt auch nicht mehr hier. Ich will mal irgendeine Feuchtigkeitscreme holen. Moment. Ich würde mir aber gerne nochmal die Haare auch zurück verstecken. Hier hat irgendwie was geklappt. Finde ich aber jetzt nicht egal. Mache ich mir kurz einen Zopf. Genau. Oh Mann, wir stehen geblieben, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich habe jetzt diese Feuchtigkeitscreme von Isana Perfect. Hatten wir ja schon mal probiert. Die hat mir ganz gut gefallen. Die ist sehr zähflüssig, sie riecht aber ganz gut. Was, naja, zähflüssig nicht, aber sie lässt sich so ein bisschen, ja, nicht ganz so flüssig. Also sie ist nicht ganz so soft, wollte ich sagen. Die riecht aber sehr gut, sehr sauber und auf jeden Fall empfehlenswert. Moment, mal gucken noch mal genau, wie die heißt. Also Isana Perfect, jede Hauttyp 24 Stunden Feuchtigkeitscreme, finde ich ganz gut. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr auch so wie ich eine günstige Maus seid. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Wie lange die jetzt allerdings schon offen war, weiß ich auch nicht. Und was haben wir hier? Catrice. Ich huste, Leute, ich weiß auch nicht warum in letzter Zeit. Wieder verstärkt. Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage Foundation 24 Stunden, wohl auf dem Gesicht haltbar, was ich ja nicht ganz so glaube. Mattifying Second Skin Effect. Und wie viel hast du von den Punkten her? Oder was ist das für eine? Was ist das für eine Farbe? Dann können die das nicht immer ganz groß da drauf schreiben? Nein, muss immer irgendwo versteckt sein.
irgendwas, ja, Rosenbeige, genau. Nur da steht's, ne? Warum schreibt man das nicht auch groß da drauf? Verstehe ich nicht. Na egal, ist da überhaupt noch was drinnen? Ja. Ist da ein Haar drin oder was? Ja, ist ein Haar drin. Gut, dann mache ich mal hier so ein bisschen auf mein, noch ein bisschen, wie ich mich kenne, reicht das nicht. Na? Na, da ist aber wohl nicht mehr ganz so viel drin, glaube ich. Und dann will ich mal gucken. Danke übrigens für die vielen Kommentare. Ich schaffe das wirklich im Moment gar nicht zu antworten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich lese sie natürlich immer. Und ihr habt ja geschrieben, dass euch das Make-up richtig gut gefallen hat. Also die überwiegende Anzahl der Menschen von euch fand das ganz gut. Ja, das ist fast alle, ne? Fand das gut. Was mich gewundert hat, war, meine Kinder fanden das gar nicht gut. Die haben gesagt, das sei viel zu übertrieben und viel, das wäre nicht ich. Und das würde, ja, nicht zu mir passen, wäre viel zu stark. Wahrscheinlich, weil die es gar nicht gewohnt sind. Das hat meine Schwiegertochter auch gesagt. Es kommt nur daher, weil ich nie so aussehe und mich nie so schminke. Auch für mich war das ja am Anfang so. Aber ich fand dann immer, je länger ich mich im Spiegel betrachtet habe, desto schöner fand ich nachher das Make-up, bis auf die Augenbrauen, die zu dunkel waren. Aber ansonsten, aber auch da sagten einige von euch, dass das gar nicht so sei, dass es ganz gut aussehen würde. Haben auch viele gesagt, ich soll das öfters mal so machen. Und Mut zur Farbe hatten auch einige geschrieben. Deswegen werde ich das vielleicht öfters mal machen, dass ich mal so Beauty-Videos mache, wo ich mich stärker schminke. Auch wenn ich vielleicht der Ansicht bin, dass es nicht zu mir passt. Ich werde da ein bisschen mit euch herum experimentieren. Ich schminke mich ja nie so, deswegen ist das tatsächlich ein Experiment für mich. Und ich schminke auch andere eigentlich so gut wie nie. Und deswegen kann ich gar nicht so, ja, ich wüsste dann nicht so genau, wie das bei mir aussieht. Klar, ich habe das mal alles gelernt, aber das, wie gesagt, ist alles ewig lange her. Und wenn du dich damit nicht beschäftigst, ständig und immer ausprobierst und immer wieder machst, dann vergisst du das auch. Ich habe früher junge Mädchen geschminkt natürlich, aber auch nur so ganz zart und nur so ganz leicht. Und da ging es auch eigentlich nicht um die Make-up, sondern es ging darum, zu pflegen, zu reinigen, auszureinigen. Darum ging es und nicht darum, ein richtiges Make-up zu machen. Das war bei uns eher so ein bisschen auf die Pflege ausgerichtet. Das Ganze, klar, man hat das auch gelernt, alles hat man ja auch gemacht, aber ewig her. Und das ist wie mit, wenn du ein Bild malst, wenn du es nicht immer machst und immer übst, dann verlernt man das auch. Also wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Bilder zu malen, das wäre bestimmt nicht so schön. Das ist, da bin ich sicher. So, und jetzt muss ich meine Augenbrauen schminken. Die habe ich auch nichts mehr hier. Doch, das Ding haben wir noch, aber das war ja nicht ganz so. Ein bisschen vielleicht. So, da auch ein bisschen, genau, und dann üben wir mal wieder ein bisschen zusammen, mal gucken, was in meinen Gehirnzellen noch von meiner Ausbildung übrig ist, was ich da noch rauskramen kann. Ich habe das ja früher auch öfters mit euch gemacht und wird schon wieder. So, hätte ich jedenfalls Lust zu. Warum ist das jetzt schon wieder? Die eine Seite ist gut und die andere zu doll. Ich habe mein Bürstchen nicht mehr hier, leider ist alles schon eingepackt. Welche Mascara nehmen wir denn heute mal? Nehmen wir mal Big irgendwas hier. Was haben wir hier? Get Big Lashes Volume Boost Waterproof von Essence. So. Oh, die hat aber ein dickes Bürstchen, Leute. Meine Güte. Ich wollte das auch alles mal mit euch testen in einem extra Video. Haben wir auch alles noch nicht gemacht. Ich
brauche mein Ringlicht auch. Ohne Ringlicht geht das einfach auch nicht. Das Licht hier ist auch nicht so gut wie bei mir auf dem Dorf. Da schminke ich ja auch unter Tageslicht, ist aber auf jeden Fall besser bei mir. Die Fenster sind hier auch stumpf und sehr, sehr alt, also hier oben. Unten haben wir ja alles neue Fenster, aber hier oben nicht. Und deswegen fällt auch nicht so gutes Licht rein. Naja, alles nicht so schlimm. Es klingelt irgendwo wieder ein Wecker. Mein Sohn hat Frühdienst im Moment. Der steht immer richtig früh auf, kommt auch immer spät trotzdem nach Hause. Wenn man halt Chef ist, dann kommt man halt da trotzdem nicht immer raus, ne? Auch wenn man Arbeitszeiten hat. So. Genau. Das soll es erstmal gewesen sein. Augenbrauen haben wir auch, das haben wir auch. Gut, mein Lieben. Dann werde ich das mal wieder zurück an seinen Platz legen und wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß. Wir sehen uns später. Es müsste jetzt so 8:45 oder so sein. Ich weiß nicht genau. Und ich warte dann darauf, dass mein Mann kommt. Werde jetzt hier ein bisschen meine Sachen wieder zusammenpacken, weil es wirklich alles gestern. Jetzt packe ich meine Säcke hier mal weiter zusammen und werde dann alles mitnehmen. Werde aber nicht so lange bleiben, wahrscheinlich auf dem Dorf, sondern dann auch bald wieder zurückkommen. Ich nehme trotzdem meine ganzen Sachen mit. Dann kann ich die nämlich alle einmal durchwaschen. Das ist halt dringend nötig. Ich habe hier lange nicht gewaschen. Ich habe nur dreckige Wäsche noch. Und ich kann vor allen Dingen auch mal andere Sachen mitnehmen. Also ich würde jetzt nicht alles, was ich hierher jetzt mitgebracht habe, nochmal wieder mitnehmen. Werde mich dann mit euch zusammensetzen. Gucken wir mal, was wir dann hierher mitnehmen werden. Genau, dann machen wir erstmal Schluss hier. Ich bin wieder zu Hause, Miley. Ich bin wieder zu Hause. Ja.